rote Korbo wollte von der Backbordmark aus rückwärts steuern, da er von dort aus freie Sicht auf den Pier hat. Freunde, hallo Leute, willkommen zurück hier auf eurem absoluten Lieblingskanal für Kreuzfahrt-Dokus und Luxus-Content. Heute reichen sich genau diese beiden die Hand, denn wir gehen mit dem Ozeanriesen MSC Meraviglia oder Meraviglia, ich weiß es noch nicht, mal gucken, wie man es ausspricht. Das Kreuzfahrtwunder auf jeden Fall, ein super Schiff. Gehen wir mal auf die Fahrt. Ja, eine Weltdoku. Es ist nur ein Superschiff, kein Megaschiff. Es ist kein Megaschiff. Aber es ist ein Wunder. Vielleicht ist das ja noch krasser. Wer uns kennt, weiß, ja, bei Kreuzfahrtschiff-Dokus können wir nicht Nein sagen. Also gehen wir jetzt rein in den... Ich habe jetzt schon eine Frage. Ja? Der Pool ist winzig. Winch only. Winch? Wahrscheinlich, weil da, ne, wegen der Winde, wegen dem Anker. Wahrscheinlich, Winch? Weil da was Lebensgefahr ist, besteht. Was ist Winch? Mhm. Eine Winde. Winch? Eine Winde. Ach, eine Winde, ja. Ja. Ich bin gerade die ganze Zeit bei Wind und denkst, du, sagst die Mehrzahl und Wind. Winde. Nein. Okay. Aber der fucking Pool. Ja, damit derjenige, der sich darum kümmert, auch mal ein bisschen chillaxen kann. Der Captain kann aus der Kabine vorne, wo er steuert, kann er da rein. Vielleicht. Vor allen Dingen, ich finde es lustig, weil der Pool sieht voll klein aus, aber ich glaube, der ist riesig. Der ist bestimmt riesig. Die MSC Meraviglia. Meraviglia, ihr Name okay. Bedeutet. Lol, sorry, aber das zweite Bild und ich dachte mir, krass, der Kahn ist zu hoch. Alter, guck mal, wie groß das ist. Der Name bedeutet? Das Wunder. Das Wunder. Unglaublich. Ihre Besatzung scheut keine Mühen, das Unmögliche möglich zu machen. Dieses Schiff ist ein Meisterwerk der Technik. Mit präziser Navigationstechnik. Alter, wie groß das ist! Ein Schiff kann nicht einfach eine Vollbremsung machen. Einem genauen Blick für Details. Kleinigkeiten können fatale Folgen haben. Und Manhattan denkt sich so, ich bin voll klein. Vielfältigen Angeboten bringen sie die Gäste. Sie sollen ihre Zeit hier genießen. Zum Staunen. Sie erwarten nur das Beste. Digga, das ist riesig. Hey, guck mal bitte, wie viel Stockwerke das Ding hat. Das sieht absurd aus. Das sieht aus, als ob, weißt du, als ob die sowieso Kartenhäuser bauen und dann gucken sie, ja, wie passt denn da noch auf? Ja, komm, eine Etage kriegen wir noch. Wackelt schon. Nee, komm, eine Etage geht noch. Mach mal. Digga, guck doch mal. Meraviglia ist eines der größten. Jetzt sag mal, ich glaube, ich habe noch kein höheres Schiff gesehen. Das sieht aus wie ein fucking Haus. Das sieht aus wie. Nee, ich würde sagen, das ist so ein. Da hat irgendjemand mit Lego einfach zu viele Steine aufeinander geklatscht. So. Vielleicht ist es auch das, ja. Digga. Schiffe eurer Kreuzfahrtgesellschaften. 316 Meter lang, 43 Meter breit und schwindelerregende 18 Decks hoch. 18 Decks. Das. Auf dem Heck gibt es einen Wasserpark und einen Hochseilgarten, der seinem Namen Himalayan Bridge. Das Ding ist halt einfach höher als breit. Digga, ja, und ich frag mich, wo hört das irgendwann noch auf? Jetzt haben wir da einen Hochseilgarten auf dem Boot, so. Hochseilgarten auf dem Boot. Was können die sich noch einfallen lassen in Zukunft? Die müssen ja immer höher, weiter, schneller. Was kann da jetzt noch kommen? Gibt's bestimmt schon. Mit Dip ins Wasser. Ja, Alter. Bridge alle Ehrenmacht. Über der 80 Meter langen Innenpromenade, Alter, die sich über einfach zwei Decks erstreckt, prangt der größte LED-Himmel der Weltmeere. Ein anderes Highlight. Es ist einfach die Essenshalle von Hogwarts. Digga, die haben die größten LED-Screen und lassen da so ein Crap drauflaufen. Hast du das gesehen? Was war denn das, Alter? Oh, wow. Das ist die 20 Millionen Euro teure Bühne der Carousel Lounge. Wir präsentieren Ihnen Sonore. Hier tritt der berühmte Cirque du Soleil zum ersten Mal auf hoher See auf. Oh, ist bestimmt nicht leicht mit Gleichgewicht. Dieses Schiff ist einfach atemberaubend. Wobei, da merkst du nichts mehr, ne? Nee, ich glaube ja auch. Jo, übrigens. Falls ihr, wirklich jetzt mal ein ernst gemeinter Tipp, falls ihr irgendwann jemals in eurem Leben mal die Chance habt, Cirque du Soleil Beatles, ja, kein Spaß, zu sehen, egal wo, geht da rein. Wirklich.
ist echt unfassbar krass. Als Kapitän Raffaele Pontecorvo seine Arbeit bei der Mediterranean Shipping Company begann, war die Containerschifffahrt noch das Hauptgeschäft der Reederei. 1990 gehörte er zur Besatzung des ersten Passagierschiffs, der MSC. Der Cirque du Soleil hat keine Das war noch im letzten Jahrhundert. Alles One gut. Century. Nun ist die Meraviglia sein Leben. Er führt dieses brandneue Kreuzfahrtschiff und ist der Chef von 1500 Besatzungsmitgliedern. Alter Falter. 1500? Alter, das ist ein Ozean, das ist richtig viel. Aber schnell wie ein Speedboat. Auf dieser sechstägigen Kreuzfahrt geht es von Genua zu den italienischen Hafenstädten Neapel und Messina. Von dort folgt ein Abstecher nach Malta und ein Tag auf hoher See, bis die Reise schließlich in Barcelona endet. It's a horse cock. Irgendwie schon, ne? Frühmorgens muss der Kapitän die schwierige Hafeneinfahrt meistern. Speed 6 Knoten. Okay, Bugstrahlruder, volle Lastung. Digga, wenn so ein Ding reinfährt in so eine kleine Stadt. Das ist die zweite Fahrt der MSC. Weißt du, was die dann spielen? Der Hafenlotse von Genua assistiert dem Kapitän. Nee, weiß nicht, Flo. Das musst du drüber Bord etwas Platz lassen. Dann Richtung Backbord. Was denn? Da, jetzt. Wir müssen das Schiff praktisch auf der Stelle um 150 Grad drehen. Danke! Weil sie vorne und hinten nur 30 Meter Spielraum haben. Dann müssen sie einen 7 Kilometer rückwärts fahren. Jawohl! Um 50 Metern Platz zu den Piers. Ja, der ist immer noch am Driften. Und dann ohne seine Offiziere könnte der Kapitän ein derart komplexes Anlegemanöver nicht bewerkstelligen. 3,5. Seine rechte Hand ist Staff Captain Michele Di Mauro. Er ist ein echtes Vorbild. Von ihm kann ich viel lernen, um irgendwann auch ein guter Kapitän zu werden. Jetzt können Sie drehen. Das Schiff ist perfekt ausgerichtet. War mit ihm. Der Pool ist winzig. Genau in der Mitte. Hut ab, Kapitän. Oder die Leiter war riesig. Alter, die Stimme von ihm. Er ist kurz vor... Hello, Kenobi. General Kenobi. Von der Brücke überträgt der Kapitän die Steuerung auf die 15 Meter entfernte Backbord-Lock. Dort kommt so die ausgeklügelte... Ich habe ja so ein... Ich habe so ein Lightsaber... wo du halt den Modus der Klinge einfach ändern kannst. Mhm. Und wenn du ihn änderst, sagt er nicht an, was es ist, sondern er macht dich darauf aufmerksam mit einem Zitat. Weil du verschiedenste Formen und Farben von der Klinge halt hast und mit verschiedenen Effekten. Und bei dem einen sagt er auch, well, hello there. Schön. Und dann hast du halt aus dem Film das Schwert und so. Ah. Das ist echt gut. Geflügelte Steuerung zum Einsatz. Okay, kein Hindernis in Sicht. Was für ein geiler Joystick. Hey. Unterhalb der Wasserlinie drehen zwei unterschiedlich ausgerichtete Portantriebe. Digga, die Dinger sind schon größer als jedes Schiff. Des Schiffes. Der Bug ist dabei der Drehpunkt. Hä, das ist ja krass. Die Pods bringen genug Leistung am Heck. Die Strahlruder brauchen wir hier gar nicht. Power on aft. Nach der Drehung bleibt der Kapitän in der Backbord-Nock. Von hier hat er freie Sicht, um das Schiff rückwärts durch den schmalen Kanal zu manövrieren. 120 am Heck. Sehr gut. Das Brückenteam achtet darauf, ob der Wind stärker wird, da er das Schiff vom Kurs abbringen könnte. Digga, wenn das Ding so ein bisschen zu weit links oder rechts da reinkommt, ist halt die halbe Stadt weg. Werden aus 20 bis 25 Knoten plötzlich 30, 35. Der Hafen ist halt auch nicht dafür gemacht. 45 Minuten nach der Einfahrt in den Hafen. Ja, ganz ehrlich, Alter. Guck mal hier, wir haben hier so einen kleinen Fischerhafen. Kein Thema. Kannst du mal die Kleinstadt mittlerer Größe da rückwärts einparken? Wirklich wahr, ey. Das ist halt so, what? Noch 7-0. Noch 70 Meter. Gleitet Kapitän Pontecorvo mit seinem Ozeanriesen an den Pier?
Wie hält das dann da? Als würde er einen mit einem Seil einparken. Manchmal fällt mir das wirklich leichter als mein Auto. Ein so eine Robe, schön ein Palstack rum und fertig ist das Ding. Angeleint. Es ist auch das Sicherheitsding. Also da ist sonst nichts. Ja. Motor zu packen. Ship that my car. Yo, Nun ist Eile geboten. Der Proviant für die ganze Woche muss möglichst schnell verladen. Wie viele Leute passen auf das Ding? Wir arbeiten von 7.30 Uhr bis 16.30 Uhr durch, ohne Pause. Wo sind die Kartoffeln? Was schätzt ihr? Kurz mal, das werden sie bestimmt sagen, aber bei 1500 Mitarbeitern würde ich schon sagen, ist mindestens das 100-fache? Passen da 150.000? Nee, das ist zu viel. Das ist zu viel. Aber 30.000 sage ich schon. Gäste? Ich sag 12.000. Gäste? Ich sag 12.000 Gäste. Ne, insgesamt, ach so, nur Gäste. Reisende. Ja, aber ist egal, dann sag ich 25. Ich sag 12. Plus das... Flo? 8. Okay. 8.000. Nee, 8. Ja, oh, wie viele sind's? Die Mega-Luxus-Yacht. Keine Ahnung, wie viele sind. Kartoffeln, die fehlen. Wie viele LKW mit Obst und Gemüse wurden schon entladen? Der Food and Beverage Manager Massimo Lazzari und sein Team sind im Dauereinsatz. Das ist unser wichtigster Verladehafen. Von jedem LKW müssen 32 Paletten mit dem Stapler. Google sagt knapp 6.000, roundabout. Wohl. Echt nur? Das ist nicht so viel, ne? Krass. Was ist jetzt hier los? Lebt mein Video nicht. Watch Together ist in letzter Zeit auch ein bisschen zickig geworden, du. Warte mal. In Lagerbereich. Wunderbar. In Lagerbereiche der Unterdecks gebracht werden. Normalerweise sind es 16 bis 17 LKW, die alleine 45 Tonnen Obst und Gemüse liefern. Aber für 6.000 Menschen für eine Woche Essen an Bord? Alter, während das ist viel. Lebensmittel und andere Vorräte an Bord gebracht werden, verlassen mehr als 4.000 Passagiere das Schiff. Für einige ist es das Ende ihrer einwöchigen Reise, für andere geht es nur auf einen Tagesausflug. Die meisten Kreuzfahrten beginnen und enden für alle Passagiere im gleichen Hafen. Doch bei dieser Reise... Was? Habt ihr das gesehen? Nee. Das sah aus wie Inscope. Geht es nur auf einen Tagesausflug. Die meisten Kreuzfahrten beginnen und enden für alle Passagiere im gleichen Hafen. Doch, doch bei dieser Reise kann man in jedem Hafen ein- bzw. auschecken. Handgepäck? Mein Gott, ich bin so gespannt. Unglaublich toll. Diese Decke. Hey, ja, die ist wirklich groß. Das war ein Bildschirm. Ja, die meisten Gäste entscheiden sich für eine der 1200 Balkonkabinen. Wer es etwas geräumiger mag, dem könnte eine der 8 Maisonette-Suiten mit 2 Etagen gefallen. Schlafzimmer oben und Wohnzimmer unten. Zudem gibt es 2 Wellness-Suiten. Flo, du hast gerade ein krasses Déjà-vu, ne? Ja, kann ich auch sagen, warum? Wenn da jetzt so ein Butler zu nah an so einem am Fenster steht und mir erzählt, wie geil die Maisonette-Bude ist, dann habe ich das schon gesehen. Ja, dachte ich auch gerade, aber ich hatte genau dasselbe Déjà-vu, aber ich glaube, das ist aus einer anderen Doku. Aber wer weiß, ob sie vielleicht ähnliches Stockmaterial einfach benutzt haben. An Bord herrscht schon reger Betrieb. Um 17 Uhr heißt es dann. Okay. Alle Leinen los. Frauen und Achtern, Leinen los. Die eine Robe. Die Meraviglia sticht pünktlich in See. Alles läuft nach Plan.
Ich frage mich halt wirklich, wie entspannt ist Urlaub auf so einem Ding, wenn das so groß und so voll auch ist. Ist das dann auch cool oder ist das einfach too much? Weißt du? Das geht voll klar. Meinst du? Weiß ich. Bei der Größe hast du schon gemacht, ja? Na, ich bin mit einem Kreuzfahrtschiff von Hamburg nach New York gefahren über eine Woche. Krass. Da hätte ich auch mal Bock drauf. Geht klar. Also das ist, du kriegst es gar nicht, du kriegst es wirklich nicht mit. Aber es so, ist schon voll aus. Also das ist irgendwie so voll. Ja, aber du hast ja, das kommt ja ein bisschen ganz darauf an, ne? Du hast ja so, also erstens planst du dir selber natürlich deinen Tag ein, dann hast du aber immer zu einer festen Uhrzeit deinen festen Abendessensplatz und Slot und so weiter und so fort. Und das ist so erstaunlich, wie krass sich das verläuft. Also du hast halt auch 36 Bars. Krass. Und so, also du kriegst es ja auch gar nicht mit. Kommt halt drauf an, in welche Bar du gehst und so weiter und so fort. Ja. Also für mich war es vollkommen in Ordnung. 360er Fabian schreibt, kann das in der Ostsee überhaupt sinken? Die ist ja nur 40 Meter tief. Nee, deswegen darf sie da auch nicht fahren. Deswegen sind die auch nicht in der Ostsee unterwegs. Ja. Ist nicht tief genug. So. Hat begonnen. Mit all ihren Annehmlichkeiten. Leute, was war das? Schokozapfanlage gerade? Abends wird ausgiebig gefeiert. Die haben einen Pub da drin, okay. Wild. Klar. Disco? Wir hatten... Mann, es gab... Du konntest Bingo spielen, Shuffleboard. Es gab ja alle Rentneraktivitäten natürlich. Line Dance. Es hatte ein eigenes Kino. Es hatte ein eigenes Theater. Es hat ein eigenes Casino. Es hat Shopping. Es hat ohne Ende Bars. Also du hast keine Ahnung, wie viele Restaurants das einfach gibt. Ja. Es gibt so dieses eine Hauptrestaurant für Frühstück und Abendessen. Aber wenn du da nicht hin willst, gibt es noch 95 andere Restaurants. Und so. Also das ist schon... Alles inklusive? Nee, Leute. Nee. Das ist halt das ist wirklich wild. Also es gibt ganz viel. Also die Restaurants sind eigentlich inklusive. Alkohol ist, glaube ich, nicht inklusive gewesen. Spielbank natürlich auch nicht. Aber ansonsten, lass mich mal nachdenken, doch Essen und normal, also alles Essen, normale Getränke, alle Unterhaltungssachen und so weiter waren natürlich alles inklusive. Du hast nur gezahlt für Alkohol, Glücksspiel und natürlich, wenn du irgendwelche Sachen gekauft hast. Hm. Ja. Und morgens entspannt. Oder trainiert. Die Fitnessstudio natürlich. Of course, das macht Sinn. Ein Fußballplatz, okay. Wild. Kurz vor 10 Uhr am zweiten Tag. Digga, wie groß ist die Brücke? Hast du gesehen? Nähert sich die MSC Meraviglia im Hafen von Neapel. Kapitän Pontecorvo kennt den Hafen gut. Seine Heimatstadt Sorrent liegt nur 90 Minuten Autofahrt entfernt. Alter, wie viele Möwen kann schon hier einen Ausflug nach Pompeji zu den alten Römern machen. Oder einen Abstecher nach Capri. Die Stadt Neapel selbst ist auch sehr sehenswert. Am Bug von Deck 4 wird der Hafenlotse von Neapel an Bord geholt. Piloti! Er kennt seinen Heimathafen in- und auswendig, samt aller Tücken und Schwierigkeiten. Deshalb wird er auf der Brücke mit offenen Armen empfangen. Alles gut? Natürlich. Und bei Ihnen? Ja, alles prima. Schön. Einen Espresso? Nein, danke. Nach dem Smalltalk wird es ernst. Das ist doch nur die Wahl, das eine Getränk. Ja, Windgeschwindigkeit 16 Knoten an Steuerbord. Pierlänge 390 Meter, maximaler Tiefgang 10,5. Drehen Sie Bug nach Backbord? Genau. Frage... Ich versuche es mal zu treffen, ist nicht so leicht. Ich muss ganz kurz laufen Knoten lassen, sorry. An Steuerbord. Das ist ganz kurz zu gucken. Pierlänge 390 Meter, maximaler Tiefgang 10,5. Da. Ist das da vorne ein Männchen in T-Pose drauf? Oder was ist das? Macht da einer den,
Macht da einer den Titanic-Move? Seht ihr das ganz vorne? Ach du mein, nee, das ist glaube ich einfach ist ein Haken. Ist das ein Haken? Das sieht aus, als wenn einer die so Seile dasteht. Dran gespannt. Oder? Ist das der Anker? Ist das der Anker ist links und rechts. Aber sag mal nicht, da ist vorne einer ein T-Pose. Ich das weiß, ist, was du meinst. Hier, das ist The Stick, der da vorne steht und T-Pose macht. Das ist Jack, ja. Dach so, hä? Was ist das? Drehen Sie Bug nach Backbord. Alter, wie viele Möwen? Genau. Sie manövrieren die Meraviglia in den Hafen. Wie schon gestern nutzt Kapitän Pontecorvo die Pottantriebe, um das Heck Richtung Steuerbord zu bewegen. Das ist halt so krass, Mann. Diesmal kommen jedoch auch zwei Bugstrahlruder zum Einsatz, um den Bug Richtung Backbord zu drücken. Er dreht die Meraviglia. Wie weit noch? Der ist halt wirklich am Drift. Und schiebt sie seitlich an den Pier. Okay, zuerst die Spring. Es sind wirklich nur zwei Seile, die wir halten. Wir haben angelegt. Was? Jetzt können sich die Passagiere Neapel ansehen. Meldest du dich gleich nochmal? Neapel ist echt schön. Hat Exkursionsmanager Paolo Cartasegna alle Hände voll zu tun. Sind die Gruppen vom Yachtclub bereit? Es fehlen also noch rund 30 Leute. Okay. So können Sie nicht los, bitte geben Sie der Brücke Bescheid. Heute nehmen 1200 Gäste an geführten Touren teil. Jetzt kommen die Leute für den Ausflug zum Vesuv. Die Capri-Tour fährt gerade ab. Dann folgt Pompeji. Dafür sind 500. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Paul. Die halten eine Weile. Ich würde. Also, wärst du jemand, würdest du auf so eine geführte Tour mitgehen oder würdest du auf eigene Faust losziehen? Nee, wir sind, also es gab Zwischenstopp an verschiedenen Orten Küste Englands und wir sind alleine los. Ja, würde ich auch machen. Das ist einfach, also ich würde auf so eine geführte Tour nicht mit. Der Vorteil an so einer Gruppe ist dann halt ja wirklich nur, dass du rechtzeitig zurückkommst, auf jeden Fall. Ja, das kann dir natürlich in Italien auch ganz schnell mal passieren, dass du dann nicht mehr wegkommst. So, das kann sein. 100 angemeldet. Naja, wenn du in die falsche Straße irgendwie mit Auto unterwegs bist oder so, dann. Krass. Das sind viele Busse. Es warten alleine 25 Busse, 4 Privattouren für VIP-Passagiere und ein Yachtausflug für die 300 Gäste, die zur Insel Capri übersetzen wollen. Heute ist die Hölle los. 16 wollen von Englisch auf Italienisch wechseln, aber es ist nichts mehr frei. Einen Moment. Neapel ist für sein Verkehrschaos bekannt. Deshalb sorgt sich Cartasegna nicht nur wegen der hoffentlich pünktlichen Abfahrt. Ich hoffe, dass alle Passagiere pünktlich zum Schiff zurückkommen. Halt schön. Ich habe auch das Gefühl, der Kameramann hatte irgendwie so ein bisschen mehr Bock, eine Italien-Doku zu drehen. Um 17.30 Uhr sind die meisten Busse von den Ausflügen zurück. Zumindest diejenigen, die in der Umgebung von Neapel unterwegs waren. Einige ein der Touren, fehlt. Die weiter wegführten, bereiten Cartasegna noch Kopfzerbrechen. Die Tour nach Sorrent macht mir am meisten Sorgen. Dorthin führt nur eine Straße. Wenn auf dieser Strecke ein Unfall passiert und sie gesperrt wird, müssen wir hier stundenlang warten. Es ist jetzt kurz nach 19 Uhr. Jetzt sollten alle Passagiere an Bord sein. Die Busse sind schon allesamt zurück. Aber jetzt mal legitime Frage. Was ist, wenn so ein Bus nicht kommt? Dann müssen alle warten, ne? Oder fahren die dann weiter? Nee. Die warten. Auch die aus Sorrent. Also, irgendwann glaube ich nicht mehr, aber... 10 Minuten vor der geplanten Abfahrt sind alle Augen auf einen Mann gerichtet. Gianluca Evangelista. Er kontrolliert das Boarding der Meraviglia. Um 19.30 Uhr wollen wir ablegen. Die Brücke wartet auf mein Okay. Aktuell fehlen noch 7 Gäste. Dem Kapitän steht womöglich eine schwierige Entscheidung bevor. Verschiebt er die Abfahrt oder lässt er die fehlenden Gäste zurück? Das ist ärgerlich, Alter. Hast du vielleicht noch dein Zeug noch auf dem Boot drauf, weißt du?
Ja, ist halt aber auch, da kommt es nicht zu spät. Es ist 19.20 Uhr im Hafen von Neapel. Die MSC Meraviglia soll laut Plan in 10 Minuten auslaufen. Die Gäste sollten schon vor 20 Minuten da sein. Okay, bei 20 Minuten machen die schon so einen Stress. 4.000 Passagiere sind an Bord, doch krass. 7 fehlen noch. Alle vom Schiff organisierten Touren sind zurück. Es gibt also keine offizielle Verpflichtung zu warten. Kai, was hätten die alles auf dem Plan? Meistens liegt es am Verkehr. Kapitän Raffaele Pontecorvo lässt ungern Gäste zurück. Doch Verspätungen bedeuten einen höheren Treibstoffverbrauch, um pünktlich am nächsten Hafen zu sein. Wenn wir verspätet ablegen, müssen wir schneller fahren und die Zeit wieder reinholen. Evangelista sitzt auf heißen Kohlen. Dann trifft die fehlende Gruppe gerade noch pünktlich. Guck mal, wie langsam die laufen. Ja, da war mir peinlich, so. Alter. Alle an Bord. 6000 Leute warten auf dich, Alter. Der Kapitän hat keine Zeit zu verlieren. Der Schnitt war auch ganz kurz. Wie schwer ist denn das eigentlich, da jetzt rauszufahren? Olli, Gruppe gerade hast du gesehen, dass er nur machen musste? Ja, da sind die 7. Alle an Bord. Achte mal auf den Kapitän, so. Der Kapitän hat keine Zeit zu verlieren. Volle Fahrt geht es aufs Warte, Meer Paul, hinaus. Wenn schon, denn schon. Ja. Warte, hier. Oh, wo ist der Ton? Ach Gott. Man, watch together! Krieg dich, get together, Alter. Was ist denn das? Boah, geht mir die Seite auf den Sack heute. Da ist es, Olli, da ist es. Die ja, Stelle ist perfekt. Ich weiß, aber lädt bei mir nicht. Jetzt. Okay. Ah, finally, Alter. So, jetzt viel zu lange den Witz eingeleitet hier. Kapitän hat keine Zeit zu verlieren. Volle Fahrt. So musste noch sein, aufs sorry. Meer hinaus. Alles gut. Die Meraviglia nimmt Kurs auf Sizilien, um am Morgen des dritten Tages in den Hafen von Messina einzulaufen. Funky Cove Messina. Auf der Brücke herrscht Alarmbereitschaft. Alarm! Der stellvertretende Kapitän Michele Alarm! Di Mauro achtet auf alles, was dem Schiff in den Weg kommen könnte. Okay, ja, was kann dem Schiff in den Weg kommen? Wollte ich auch gerade fragen, was kann legit diesem Schiff in den Weg kommen? Achso, Paul, ganz wichtig, wenn in der Doku aktiv gesagt wird, ist ganz wichtig, dann müssen wir das hier machen. Aktiv! Ist ganz wichtig. Okay. Ja. Ein Eisberg, sagen die Leute. Ihr, warum seid ihr jetzt so? Ich liege in einem Auto. Unser Bremsweg liegt bei 1,5 Kilometern. Oh, wow, das ist ein langer Bremsweg. Naja. Doch heute ist in der Straße von Messina kaum was los. Mithilfe der Hafenlotsen steuert der Kapitän die Meraviglia routiniert in den Hafen und an den Pier. 100 Meter. 100. Okay. Heikel wird es, als der Kapitän das Schiff dreht, um es parallel zum Pier zu führen. 45 Meter. 45 Meter. Sag mal, achten an Brücke. Geht diese Doku eigentlich auch nochmal um das Schiff? Nee, Mann, es geht nur ums Einparken. Jedes Mal das Einparken in dem anderen Hafen. Glaub auch, Alter. Ich weiß auch nicht, Alter. Vielleicht ist das Kreuzfahrtwunder, Alter. Vorsicht an Backbord. Am Bug haben wir 35 bis 40 Meter Spielraum. Einer der Lotsen befürchtet, dass der Kapitän am Bug nicht genug Abstand zu einem Kriegsschiff hält, das am Pier liegt. Das ist nicht so gut, ne? Wo ist denn ein Krieg? Oh, lol, guck mal, wie klein das Kriegsschiff ist. Digga, versenkt doch einfach. Nur keine Sorge, alles okay. Macht einfach Platz. Das ist mehr als genug Platz, schauen Sie. Beschwert er sich denn, der Asino? Der Lotse glaubt, dass die beiden Schiffe jede Sekunde kollidieren werden. Wie aussieht das aus wie doch der Kapitän kennt sein Schiff besser. Er ist überzeugt, so, dass der das Platz eine Simulation reicht. Ist. Oh, das hat mich jetzt aber gekriegt. Ich dachte so, hä? Licht und Schatten sieht voll weird aus irgendwie. Was ist das denn? Ich habe nur auf das Kriegsschiff geachtet, auf nichts anderes. Wow. Gut, ne? Toll. Hat er aufgepasst wieder. Das andere Schiff ist doch 1000 Meter weit weg. Warum haben sie dafür jetzt so... Das ist, wenn du zu viel Budget hast für so eine Doku. Ja, ist halt echt so. Guck dir das an. Hä? Bestätige. Da ist viel mehr Platz als in der Simulation gezeigt. Keine Kollisionsgefahr.
Ihm war nicht bewusst, dass man von der Brücke eine völlig andere Perspektive hat. Nur 15 Minuten nach Beginn der Drehung. Alles in Ordnung. Okay, dass sie in der Übersetzung gesagt haben, hat eine andere Perspektive und er sagt halt original different reality. Ja, wir haben einfach eine andere Realität, eine andere Zeitzone da vorne. Legt Pontecorvo wie geplant am Pier an. Stark. Stark angeparkt, hey, Pontecorvo. Und da kommt wieder mein Stück. Danke. Während die Gäste auf Erkundungstour gehen, morgen, wie geht's? Paul, ich weiß nicht. Weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe ein. Die Mauro das Schiff unter die Lupe. Ersetzen. Wirklich? Ja, sie schließt nicht. Rufen Sie den Hoteltechniker. Die Mauro entgeht nicht mal das kleinste Detail. Da ist noch Klebeband von der Ausstellung dran. Ob Klebebandreste oder Farbspritzer. Er sieht einfach alles. Es sind zwar nur Kleinigkeiten, aber wir stehen für Perfektion. Auch im Wasserpark gibt es was zu tun. Da muss ein Schaumstoffpolster hin. In diesem Bereich sind immer viele Kinder, die herumrennen. Wenn sie hier ausrutschen, besteht Verletzungsgefahr. Auch an einem nagelneuen Schiff nagt schnell der Zahn der Zeit. Solche Stellen rosten über Nacht, wenn wir nichts unternehmen. Die Mauro hat ein Auge fürs Detail. Kleinigkeiten können ganz schnell groß werden. Die Bordingenieure nutzen den Tag im Hafen, um im Maschinenraum nach dem Rechten zu sehen. Man muss sich ganz kurz vor Augen führen, dass das ein fucking Motor ist. Ja. Ne? Also. Nur in klein. Das ist krass. Das ist ein neuer Motortyp. Die Meraviglia hat zwei 16-Zylinder- und zwei 12-Zylinder-Motoren. Die dieselelektrischen Generatoren erzeugen mehr als 67.000 Kilowatt Leistung. Alter. Damit könnte man eine ganze Stadt versorgen. Und genau das ist die Meraviglia ja auch Stadt. Mit ihren vielen Kombüsen, Restaurants, Pools und Gemeinschaftsbereichen. What? Die haben Formel-1-Simulatoren da drin? Hast du es gesehen? Aber mega. Okay, ich darf nicht mehr pausieren, Alter. Watch together! Mann! Ich krieg die Kotze, sorry, Leute. Alter, geht mir das auf den Sack heute hier. So, jetzt. Damit könnte man eine ganze Stadt versorgen. Ich spur einfach und nicht genau mehr drum rum. Das ist die Meraviglia auch mit ihren vielen Kombüsen, Restaurants, Pools und Gemeinschaftsbereichen. Alter, das ist wirklich, das war wirklich. Wir kontrollieren die Rollen, die die Pleuel in Bewegung versetzen. Gut. Cool. Antonio Iaccarino sorgt dafür. Digga, der wurde eingestellt. Er weiß selber nicht, was er zu tun hat. Er hat sich irgendwas ausgedacht. Hat sich irgendwelche technischen Wörter ausgedacht. Immer wenn er gefragt wird, was machst du hier? Bei 1500 verlierst du auch mal den Überblick. Ja, ich warte das Pneuel für den Flansch. Was wichtig. Pneuel, Alter. Dass die Motoren wie geschmiert laufen. Selbst kleine Fehler können große Schäden verursachen. Naja, würde ich jetzt so sagen. Heute gibt es ein Problem. Ein Kratzer. Den müssen wir rausschmirgeln. Die machen den ganzen Tag nichts anderes. Eine Rolle, die eines der Ventile öffnet und schließt. Die haben da im Hafen, als sie das Ding gezimmert haben, haben die da einfach einen ewigen Motor reingedübelt. Der geht halt nicht kaputt, musst du nichts dran machen, aber ey, brauchst halt die Typen. Ja, krass, aber Kratzer. Einer läuft den ganzen Tag rum und macht Kratzer rein. Ja. Und die anderen laufen hinterher und machen die Kratzer raus. Oh, müssen wir jetzt wegpolieren. Ja, ja, aber keine Wahl. Oh, das ist witzig. Eventuell wird durch diesen Kratzer das Ventil nicht mehr vernünftig geöffnet. Es ist wichtig, dass das Flip gehobelt wird, genau. Eine Kleinigkeit, die mit ein bisschen Schleifpapier beseitigt wird. Falls wir bei der nächsten Inspektion wieder einen Kratzer entdecken, müssen wir das Teil austauschen. Ja.
All diese Inspektionen, Ausbesserungen und Reparaturen durch die 1500-köpfige Besatzung halten das Schiff am Laufen. Die Gäste bekommen davon gar nichts mit. Es ist wie bei einer gelungenen Theatervorstellung, der viele Proben vorangehen. Und auch die wird geboten. Das war toll. Morgen Abend feiert der Cirque du Soleil seine Premiere auf hoher See. Dann muss jede Bewegung und jede Drehung sitzen. Krass, der Cirque du Soleil, hast du gesehen? Es ist kurz vor 7 Uhr morgens am vierten Tag der Kreuzfahrt auf der MSC Meraviglia. Ich hatte auch gehofft, wir kriegen ein bisschen mehr zu sehen. Über Nacht hat die Meraviglia die Strecke von Sizilien bis zur maltesischen Hauptstadt Valletta zurückgelegt. Fährt die nur Italien entlang? Mhm. Na, und hinten halt in Portugal kommen die an. Sie ist eine Perle im Mittelmeer. Der Kapitän muss bei der Einfahrt in den Hafen drei enge Kurven direkt hintereinander fahren. Sorry. Ich muss das Schiff erst nach Steuerbord drehen, dann ganz schnell nach Backbord. Immer wenn so eine Animation kommt, muss der Song kommen. Und sofort wieder nach Steuerbord. Aber wie beim Slalom. Barcelona, nicht Portugal. My bad. Mal in Valletta an. Ja. 150 Steuerbord. Jetzt sehen wir sie schon wieder einparken. Die größten Gefahren lauern unter Wasser. Die einparken. Die Meraviglia hat fast 9 Meter Tiefgang. Das ist schon links witzig und rechts auch der Kanalmarkierungen könnte der Ozeanriese auf Grund laufen. Können wir die auch so nennen? Ja. Wie man ein Schiff einparkt? Achtung. Meldung an Brücke, wenn das Heck quer ab des grünen Signals ist. Die Einfahrt nach Valletta ist ein absolutes Highlight. Ich merke schon, es ist ein absolutes Valletta Highlight. Valletta ist eine wunderschöne Stadt. Sie hat eine lange Geschichte, die man sieht und spürt. Spürt? Wie? Ihre Festungsmauern sind bis zu 3500 Jahre alt. Alter, das ist alt. In den vergangenen 7 Jahren wurden sie aufwendig restauriert. Dabei wurde der uralte Kalkstein von Pflanzenbewuchs und Verschmutzungen befreit. Es ist die wohl spektakulärste Hafeneinfahrt im ganzen Mittelmeer. Boah, ich sag dir, Alter, bei Welt sitzt einfach so ein Weirdo. Geht das um einfach Menschen, die haben seltsame Hobbys, weißt du, so wie Züge fotografieren und so. Und das ist einfach so einer, der steht voll auf Schiffe parken einen Hafen. Und der durfte endlich mal seine Doku drehen. Ja, oder können wir ihn nennen, wie kriege ich das lange Ding in die feuchte Öffnung? Nee, das ist zu viel. Da hat TCP übrigens recht. Konstruiert. Wenn Flo wiederkommt, müssen wir ihm halt erzählen, wie krass alles war. Ja, das was alles passiert ist. Wow, ja, Schiff hat gebrannt, Alter. Einmal fast untergegangen. Ja, zweimal untergegangen. Ja, genau. Die haben schon wieder neu gebaut. Ja. Das ist ein ganz anderes Schiff jetzt. Ja, ja. Wir können jetzt drehen. Okay. Vorsichtig. Okay. Alles frei. Prima. Gut gemacht. Danke. Während die Gäste zum Landgang aufbrechen, proben unten auf Deck 7 am Heck des Schiffs Tänzer und Akrobaten für die Premiere einer brandneuen Show des weltberühmten Cirque du Soleil. Ah, da ist er wieder. Okay, sehen wir mal mit. Sie wurde speziell für die MSC Meraviglia konzipiert. Wie oft können Sie den Cirque du Soleil erwähnen, ohne wirklich was zu zeigen? Als in den himmelhohen Zirkuszelten und Theatern, in denen die Artisten sonst auftreten. Ich sehe das als Vorteil. Die Zuschauer sind viel näher dran. Sie können die Schweißtropfen auf den Gesichtern sehen. Die Bühne an Bord fordert Regisseurin Susan Gaudreau in mancher Hinsicht heraus. Sie hatte sich mit dem Handgelenk in dem Ding verfangen und schliff sie über den Boden und hier vorne ist nice, nice, good show, good show. Eine Drehung, okay? Reicht die Zeit für Drehung und Pose? Ihr könnt noch was anderes machen. Okay. Wegen der geringen Raumhöhe musste ich mir was Neues ausdenken.
Zum Beispiel die Seidenbänder. Normalerweise bewegen sich die Künstler daran auf und abwärts. Ich lasse sie daran rotieren. Das ist eine ganz neue Art der Luftakrobatik. Auf einem Schiff aufzutreten war auch für die Artisten anfangs ungewohnt. Während der Konzeptionsphase der Show musste ich bei der Planung der Akrobatiknummern berücksichtigen, dass sich diese Bühne ständig bewegt. Dass das Schiff ständig eingeparkt wird. Das musste ich verinnerlichen, um damit zu arbeiten. Super, Leute. In der Kombüse haben der stellvertretende Küchendirektor Pasquale Puzziello und sein Team alle Hände voll zu tun. Und die ein bisschen flach drücken, okay? Die essen viele Portionen. Sie bereiten das Drei-Gänge-Menü zu, das den Zuschauern vor der Show serviert wird. Perfekt. Die Vorspeise. Was ist das? Das ist Krebs, ne? Krebsfleisch. Das ist Krebs oder Krabbe, ja. Aber auf was? Das ist Kohl mit irgendeiner Soße? Nee, oder ist Gurke? Gurke oder? Ja, Gurkensalat. Ist das Gurke in Streifen geschnitten? Können auch Gurkensalat sein, ja. Auf jeden Fall Basilikumblatt. Spannend, okay. Salat mit grünem Apfel, Hummer und Basilikum. Hummer, wir lagen richtig faul. Es ist Krebs mit Gurkensalat. Wir frittieren das Basilikum. So wird es schön knusprig. Das ist legit geil. Das ist wirklich cool. Das haben wir schon mal gemacht. Beim Hauptgericht haben die Gäste die Wahl zwischen gebratenem Lachs mit Mango-Creme und Gerste. Süß, salzig, scharf. Hä, das ist ja komplett roh. Ja, das ist geschmorter Kalbsachse. Großartig, Leute. Fehlt nur noch eine Prise Salz. Auch das Abendmenü hat heute seine Premiere. Dieses Dinner ist ein Erlebnis für die Gäste. Beide wollen das Publikum absolut begeistern. Cirque du Soleil ist eine Institution. Sie erwarten nur das Beste. Das ist so ein schönes Schatz. Unfassbar, Mann. Im Moment interessieren sich die Gäste allerdings noch mehr für die Kunst vergangener Epochen. Sie wandeln durch das antike, von Mauern umgebene Medina. Das ist halt, ey, wirklich. Und bewundern. Medina ist halt, also da würde ich auch mal wirklich gerne hin. Ich muss sowieso noch mal nach Italien, Alter. Italien ist so fucking schön. Guck dir das mal an, ey. Ja. Warum ist das so hübsch? Wie reich verziert ist so krass, St. John's wenn man nicht zerbombt worden ist. Aus der verdient, Zeit des Hochbarocks. Aber trotzdem krass. Oder sie spazieren durch die Gassen von Valletta und genießen das Flair der malerischen Stadt. Das ist halt wirklich hübsch. Nee, Medina. Um 17.30 Uhr sind alle Passagiere wieder an Bord. Gleich werden die Leinen eingeholt. Und dann geht's ausparken! Guten Abend. Geht's gut? Sehr gut. Pasquale Puzziello schaut bei jedem der 5 Spezialitäten-Restaurants vorbei, die an der Promenade von Deck 6 und 7 liegen. Ach, Flo ist rausgeflogen. Kleine Aktivität. Groß. Sieht besser aus, oder? Ja, dann ist das jetzt so. Da habt ihr jetzt einen grünen Balken da, wenn ich rede. Wow. Und Paul ist sehr groß. Köstlich und sexy. Das trifft es. Sexy. Essen muss sexy sein. Warum okay. Ist das jetzt so? Kannst du nicht auf React zu 2 umstellen? Oder nee, hast du hab ich hier gerade nicht drin. Wollen wir einfach irgendjemanden dazu holen? Hallo! Hallo Laura, schön. Herzlich willkommen in der Prime Time Show. Pass auf, Laura, ich schicke dir jetzt einen Einladungslink. Alright, okay, komm, wir gucken mal weiter. Wir tun jetzt einfach so, ja, als wenn alles ganz normal so wäre. Ich muss mal meine Brille aufsetzen. Super, Leute. Auch der Chef packt beim... Laura, im Übrigen, falls dir irgendwas auffällt, wo du was gerne zu sagen möchtest, du drückst einfach auf Pause. Und dann sagst du, was du sagen möchtest. Ja, ganz normal. Service für das Menü vor der Show mit. Ach so. Und kleine Regel bei uns, ne? Der Pause drückt, der muss auch wieder Play drücken. Andrücken, ja. Ja. Ich schaue schon bei uns. Alle sind bereit. Va benissimo. Okay, los. Wie viele?
Ich muss mich jetzt mal ganz kurz andersrum wieder äußern, weil sie es gerade wieder so betont haben. Ich finde das so krass, dass es immer extra betont wird. Oh, da packt sogar der Chef selber an. Ja, natürlich ist dein verfickter Job. Was soll denn die Scheiße? Also die Chefs, die nicht selber anpacken, die sind scheiße. Das stimmt, finde so, ich auch. Weiter. Reich der Musik pushen die Kellner durch die leichten Schuhe. Hä? Warum? Währenddessen bereiten sich die Artisten auf die Uraufführung ihrer neuen Show Sonor vor. Sie bereiten sich auf ihre neue Show Hilfe, ich hänge an einem Gummiseil vor. Wollt nur mal ganz, weil ich finde den Cirque du Soleil so, so geil. Meine Oma hat mal bei Wer wird Millionär gewonnen. Und dann haben sie gefragt, wofür sie das Geld ausgeben. Und sie hat gesagt, für das Haus. Und am Ende ist sie aber eigentlich den Cirque du Soleil gucken gegangen. Okay, das geht ja schon finanziell sehr weit auseinander. Was hat sie denn gewonnen? Nicht die Millionen. Ah, okay. Irgendwie so eine halbe Million oder so. Aber sie hat da eine ganze Reise draus gemacht. Krass! Okay. Geil, Alter. Props an deine Oma. Deswegen Cirque du Soleil. Richtig geil. Cool. Ja, wild. Ich nach knapp einer Stunde muss nur noch der Nachtisch serviert werden. Oh, Paul, das ist Krebs mit Gurkensalat. Die Karamellsoße kommt oben drauf und fertig. Sieht aber lecker aus. Das ist doch aber auch ein bisschen wenig, oder? Für so einen Nachtisch. Ja, schon. Wie viele? Sechs, bitte. Das Menü der Premiere lief wie am Schnürchen. Von vorne bis hinten ein Erfolg. Doch Pucciello weiß, dass sein Menü das nur das Preise für die eigentliche Show ist. Ich habe bisher auch nur alte Menschen unter den Gästen gesehen. Ja, ist mir auch schon aufgefallen. Tatsächlich. Noch keine Jungen. Gerade vor allem bei den Busfahrten. Immer wenn sie eingeparkt sind, dann kamen da nur alte Menschen raus. Stimmt. Aber ich glaube, so Kreuzfahrt ist auch tendenziell eher was für alte Menschen, ist, oder? Ja, aber das sind, wir haben natürlich Bock auf so eine Kreuzfahrt. Die Jungen haben wir alle am Pool gesehen, falls es, denk nochmal hier an Fußball und Pool und so, stimmt. Da waren jüngere Leute. Ja, das stimmt. Takel kommt erst noch. Die Weltpremiere des Cirque du Soleil auf hoher See. Wir präsentieren Ihnen Sonor. Die wurden alle geblitzt, Dings, gerade. Erinnert sich an nichts mehr danach. Ja. Was war das? Er sah aus, als ob er die Treppe nicht nach unten kommt. Nee. Das war alles. Das war irgendwie gruselig auch, so ein bisschen wie so eine Entführung von Außerirdischen. Weiß ich auch nicht. Es ist der vierte Abend an Bord der MSC Meraviglia. So, wir müssen noch einmal einparken, ne? Déjà-vu. Und der erste Abend des Cirque du Soleil auf hoher See. Und seiner neuen Show. Ach, ich will die Treppe. Sonor. Ey, ich will das Kostüm. Wir nennen die Doku auf jeden Fall Zirkus trifft einparken. Das Soundsystem ist irre. Damit konnten wir ein echtes Klangerlebnis schaffen. Ich habe sie schon der Kreuzfahrtschiff Einparksimulator genannt. Ja, fantastisch. Schaffen. Ich würde sie einfach nur Déjà-vu nennen. Ja, vorneweg noch. Déjà-vu. Doch der Sound ist längst. Wenn du das an der Stelle das Soundsystem übrigens ausdrehst, dann hörst du nur: Oh Gott, bitte, jemand muss mir helfen, ich drehe mich die ganze Zeit, ich kann nicht aufhören. Ja. Ist nicht anders. Wir haben jede Menge Spielzeuge, zum Beispiel die große aufklappbare Treppe. Für die Ingenieure war es nicht so leicht, sie in das Schiff zu integrieren. Wir haben ein Karussell an der Decke, das wir für Luftakrobatiknummern einsetzen. Nee, ihr fesselt arme Menschen da dran. Die horizontale Ebene ist sehr wichtig, da uns die Höhe fehlt. Darum haben wir uns für das Karussell entschieden, um Bewegung reinzubringen. Die Akrobaten kommen aus allen Richtungen. Wenn die Zuschauer auf die Bühne schauen, kommt plötzlich ein Artist von hinten angeflogen. Ist es just me? Also wirklich, ich frage mich wirklich, ich finde das todeslangweilig, um uns ehrlich zu sein, nein, Leuten zuzugucken, wie sie am Seil denken. Meinst du? Wenn du da sitzt und dir das anguckst mit dem Bildschirm im Hintergrund, dann hängen die dann so eine scheiß Karussell, ist schon cool. Ja, okay, ich stelle mir das super langweilig. Ich gehe auch unfassbar gerne ins Ballett, Olli. Okay, cool. Cool.
Der LED-Bildschirm ist riesig. Weil das Schiff so groß ist und sich ständig in sich bewegt, wurde er flexibel aufgehängt, damit er nicht springt. Das Ding bewegt sich? Krass. Und diese ganzen schweren und großen Einbauten müssen auch Stürme und schwere See überstehen. Wir sehen jetzt mal richtig Cirque du Soleil. Die Zuschauer verschwenden sicher keine Gedanken an diese technischen Details. Sie sind von der Show wie verzaubert. Ja, das ist aber durch die Lichtblitze. Das nennt man epileptischer Anfall. Packen wir es an. Sie haben das auspacklich gezeigt. Am nächsten Morgen beginnt für die Gäste der MSC Meraviglia ein ganzer Tag auf hoher See. Ein ganzer Tag auf hoher See. Kein Einparken. Kein Einparken. Krass. Es geht von Malta nach Barcelona. Alter. Ich möchte die Sonnenblumen-Badehose. Ich fand die mega. Ja, fancy, Giuseppe, ne? Panne und sein Team gilt es heute, ja, 4000 Nachwuchs. Gäste. Nachwuchs. Ach, junger Mensch. Auch dieser Tag ist eine große Herausforderung, weil alle an Bord sind und alles hier passiert. Es gibt nur das Schiff, das Meer und die Passagiere. Da, Jungs, muss alles wie geschmiert sein. Wir haben eine fucking Bowlingbahn! Auf dem Oberdeck des Schiffs. Aber auch nur zwei Bahnen, was irgendwie mies ist für 6000 Leute. Ja, stimmt. Legt den Gästen die Kletterroute an. Für den spektakulären Hochseilgarten Himalayan Bridge. Brücke des Himalaya. Meistens sind 100 Leute gleichzeitig im Hochseilgarten. Einige kriegen Angst. Andere drehen gleich 100 drei oder Leute vier gleichzeitig. Ja, ist krass. Wenn man Höhenangst hat, ist das natürlich nichts. Aber ist bestimmt geil. Also du bist ja wirklich komplett ganz oben. Die Aussicht ist krass. Du guckst übers Meer und kannst das Land sehen. Wahrscheinlich ist bestimmt wirklich geil. Aber es ist. Warst du schon mal im Kletterpark, Olli? Ja. Warst du schon mal im Kletterpark, Laura? Ja, Kletterpark ist geil. Aber ist es nicht total beschissen, wenn vor dir Leute sind, die echt langsam sind? Oh, wenn man an denen nicht vorbeikommt, weil du an diesem scheiß Haken... Ja, du kannst ja nicht an denen vorbei. Ja. Du kannst einfach rangehen, bei denen den Haken lösen und sie wegtreten. Das stimmt. Auch gut. Vor allen Dingen, wenn du dann irgendwie mit einer Gruppe Kids da oben bist. Ja. Und dann denkst du einfach, boah, Alter, diese Kinder, sie sind dumm. Ist mir egal, ob ich die nächste Woche in der Schule wiedersehen muss. Einfach... Ja. Ich sag dir, ich war in einem Hochseilgarten auf Usedom in Stumpfelde. Gibt's ein Kletterdingsbums im Wald, so total geil. Ja, klar. Ja, und ja, da gibt's eine Stelle in dem höchsten Parcours, den sie haben. Da stehst du dann oben auf so einer Mini-Plattform und dann nimmst du so ein Seil und dann schwingst du dich quer durch den ganzen Wald, musst am Ende das Seil loslassen und den Rest der Strecke fliegst du in so ein Riesennetz, wo du dich dann festhalten musst. Das ist fucking epic gewesen. Oh, das war Gott, richtig krass. Das war ziemlich cool, muss ich sagen. Das ist geil. Kann ich empfehlen. Braucht, genehmigt sich einen Drink. Was war das? Junge Menschen! Ja. Natürlich. Und die Drinks sind gar nicht so scheiße. Ja, das stimmt. Auf der Promenade, das war. Unter ich der hab Bock LED auf Eis. Ich hab Eis. Ich hab gutes Eis. Ist das vorbei? Oder tobt sich im Wasserpark aus. Okay. Das ist unser größter Kinderpool. Hier können die Kids ihren Spaß haben. Und ich habe kein einziges Kind gesehen. Von genau das Gleiche sagen, wo sind die Kinder? Dann im Wasser planschen. Das sind unsere drei Rutschen. Das hier ist die größte. Das ist die Champagnerschale. Man kommt von oben rein und dreht zwei, drei Runden. Je nach Schwung. Und hinter uns ist die Mini-Rutsche für Kinder zwischen einem und vier Jahren. Hier ist für jeden was das dabei. Waren Kinder. An Tagen wie heute sind 500 ja, kannst Gäste kannst du einfach gleich Pause drücken, aber ich kann auch für dich pausieren. Hat gerade nicht funktioniert, aber ich wollte nur sagen, das Kind, was da war absolut nicht 1 bis 4. Das war mindestens 7. Oh, es kann sein, warte mal, es kann sein, dass ich dich erst hier zum Moderator machen muss. So, ich glaube, jetzt kannst du pausieren. Jetzt müsste es gehen. In der Zeit ganz kurz. Leute, kauft er ab. Ey, nice. Stark. Ja, Ausrufezeichen Erb und so.
rechtzeitig im Wasser packen. Der ist gerade aus. Das ist viel Arbeit für uns, okay. Aber alle haben einen halben Spaß. Egal, kauf trotzdem. Nach 24 Stunden auf See sind Kapitän Pontecorvo und sein Team am nächsten Morgen früh auf der Brücke. Die Einfahrt in den Zielhafen steht bevor. Natürlich! Barcelona. Natürlich! Wow. Wie geht's Ihnen? Ich warte noch auf eine passende Szene. Das freut mich. Auf die Animation. Mhm. Die Animation muss schon kommen. Steuerbord 20. Steuerbord 20. Steuerbord 20. Bestätige. Jetzt, immer wenn er an den Dingern dreht, kommt die Animation. Der Hafen verläuft reibungslos und die Stimmung auf der nicht Brücke. Nicht immer, der hatte schon eine Einpark-Action ohne. Okay, bueno. Hut ab. Dieser Kapitän hat alles im Griff. Wie ein Torero in der Arena. Was ist der mit den. Hat der eigentlich immer jemand anderen, der ihn einfach nur lobt? Ist der dafür angestellt vielleicht? Ja, der braucht schon einen Hype-Man auch einfach. Ja. Er hat aber nicht nur einen Angestellten, er hat einfach 10 für jeden Tag einen anderen. Ja, dann kommt immer jemand anders. Ja. Gut. Nun muss er das Schiff nur noch mit den Pottantrieben drehen. Wir gehen rüber. Und die Meraviglia von der Backbord-Nock aus rückwärts zum Pier manövrieren. Doch es gibt ein Problem. Oh, oh, oh. Oh, oh. Die Steuerung in der Backbord-Nock funktioniert nicht. Oh, was ist da los? Der ist ja nicht so gut. Versuch du es mal. Ich kann von. Da waren Kratzer in der Steuerung. Bestimmt da Kratzer. Halt einfach, es muss Kratzer sein. Hier aus nicht steuern. Der Kapitän versucht noch einmal, die Steuerung von der Mitte der Brücke auf die Backbord-Nock umzuschalten. Probier mal, ob es jetzt geht. Nichts. Es geht nicht. Was zuerst nach einem Kinder. Was ihr nicht wisst, ist, dass die Leute, die da rennen, das schon wissen und einfach vom Boot flüchten, weil es gleich stinkt. Ich spring hinten einfach alles runter. Mega. Auf jeden Fall. Alles gut. Übernimm die Steuerung. Moment. Probier's jetzt. Moment, hätte ich den Knopf drücken müssen? Nein. Ich hab noch nie diesen Knopf drücken müssen. Zu einem riskanten Manöver zu werden. Das wäre so geil, wenn das Ende von der Doku einfach ist, wie es die Stadt kaputt macht. Ja. Ende. Wie dieses eine Kreuzfahrtschiff. Ja, warte. Was einfach vor der Küste irgendwie gesunken ist. Das war krass. Das liegt da so heute krass. Noch. Ja, ich weiß, das ist so heftig. Der Costa Concordia, genau. Genau, da kannst du noch tauchen gehen und so. Ich habe da ein Video mal vom Internet-Historian gesehen. Richtig krass. Ich habe das auch gesehen, dachte so, das kann doch jetzt nicht wahr sein, dass da wirklich einfach ein fucking Kreuzfahrtschiff sinkt. Ja. Ey, was zur Hölle? Naja, 1,5 Kilometer Bremsweg. Die MSC Meraviglia muss im Hafen von Barcelona gedreht werden. Doch die zum Anlegen notwendige Steuerung ist ausgefallen. Was macht man da? Die Brücke hat 3 Steuerungen. Eine in der Mitte, eine in der Backbord-Nock und eine in der Steuerbord-Nock. Probiert mal, ob es jetzt geht. Nichts. Es geht nicht. Sorry, ich sehe gerade im Chat, die Costa Concordia ist schon geborgen worden. Tut mir leid. Ah, ist schon doch. Ein bisschen her, dass ich das Video gesehen habe. Ah, wusste ich auch nicht tatsächlich. Das ist das schon verschrottet worden. Ah. Krass. Und jetzt? Nichts. Es geht einfach nicht 10 Minuten, aber so. Jetzt? Fragt einfach nur, er ändert auch nicht. Mit dem Pottecorvo wollte von der Backbord-Nock aus rückwärts steuern, da er von dort aus freie Sicht auf den Pier hat. So, sorry. Jetzt funktionieren nur noch die Steuerungen in der Mitte und in der Steuerbord-Nock. Das ist so, das ist alles doch so von wild. Diesen beiden Positionen ist seine Sicht extrem eingeschränkt. Ja, aber da ist so ein guter Captain. Er muss eine Entscheidung fällen. Gemeinsam überlegen der Kapitän und der Hafenlotse, wie sie am besten vorgehen. Vielleicht machen wir es so, dass ich sie von da aus lotse. Aber ich sehe nichts. Ich gebe ihnen klare Anweisungen. Ich gehe rüber. Das kriegen wir hin. Okay. Langsam rückwärts. Das funktioniert. Was für Anweisungen könnt ihr ihm denn jetzt geben? Außer, links. Da kommt eine Stadt! Achtung! Sorry. Alles gut. Nee, unsere Katzen haben gerade Wasser umgeschmissen. Ah ja, Katzensachen halt, ne? Katzensachen halt. Vor allen Dingen so 5 Monate alte Katzen.
Die wissen noch nicht so ganz, wie Dinge funktionieren. Ja, 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 das ist ja wild. Aber ihr habt zwei. Ja. Geil. Zwei Schwestern. Sehr gut. Sehr gut. Der Kapitän muss sich auf die anderen verlassen und das Schiff quasi blind rückwärts steuern. Das Heck etwas nach links. Okay. Normalerweise hat man von der Seite aus freie Sicht und kann problemlos an das Geile ist. Ich muss gerade blind rückwärts einparken, aber ja, Sie können mir gerne noch Fragen stellen und mir die Kamera ins Gesicht halten. Ja. Kein Problem. Der macht das auch mit einer Hand hinterm Rücken. Ja. Okay. Wir haben 50 Meter Spielraum zu den Kränen. Okay. Alles. Langsam. Jetzt ganz langsam zum Pier. In der Mitte des Kanals ist alles frei. Noch. Auf der einen Seite liegen jedoch Kreuzfahrtschiffe am Pier und auf der anderen stehen Hafenkräne. Perfekt. 75 Meter zu den Kränen. Großartig, Pontecorvo. Während der Kapitän das Schiff navigiert, versucht der zuständige Elektriker Angelo Gargiulo, die Steuerung zu sich unterm Tisch zu verstecken. Doch aus so Scham. Einfach ist das nicht. Wir können das System nicht neu starten. Die 5 Minuten haben wir nicht. Das wäre jetzt auch die Idee, während das Schiff noch in Bewegung ist, jetzt einfach mal das System neu starten. Mal gucken, was passiert. Have you tried turning it off and on again? Mit der Steuerung an der gegenüberliegenden Schiffsseite anlegen. Wir versuchen, 50 Meter Abstand zu den Schiffen zu halten. Der Kapitän manövriert die Meraviglia rückwärts und blind an den Schiffen vorbei. Er ist auf Steuerbord und ich habe auf Backbord alles im Blick. Wie viel noch? 40 Meter? Ja, 40 Meter. Ganz langsam. Das Brückenteam ist hochkonzentriert. Jetzt kommt seine ganze Erfahrung zu tragen. Wie viele alte weiße Männer brauchst du, um ein Kreuzfahrtschiff einzuparken? Jetzt sind wir im Bottom vor uns. Aber guck mal, klappt doch. Knapp eine Stunde nach dem Ausfall der Steuerung in der Backbord-Nock. Fast in Position. Maschinen gestoppt. Knapp eine Stunde. Aber jetzt mal ganz kurz, jetzt mal ganz ehrlich, wenn die Doku ist gleich vorbei, wenn die Doku jetzt beenden, ohne uns zu zeigen, was zur Hölle mit dem Schiff falsch war, bin ich schon enttäuscht. Ja, das ist wahr. Ich auch. Ich finde dann, ja, der Elektriker muss leiden. Ist ja. Es vollbracht. Das war eine Premiere. Er kann mit dem Schiff besser einparken als mit dem Auto. Glückwunsch, Kapitän. Das war großartig. Wir wussten, was wir zu tun hatten. In diesem Job muss man cool bleiben. Wer sich abfeuern kriegt, sollte sich einen anderen suchen. Die Ingenieure machen sich sofort daran, den Defekt zu beheben. Die Stromversorgung des Steuerpuls an Backbord war unterbrochen. Wie passiert sowas? Wir starten das System neu. Das und werden Frage. Die Spannung entsprechend anpassen. Vielleicht kam in weniger als 20 Minuten ist alles wieder intakt. Hat einer zu viel geduscht? Das kriegen wir hin. Alles okay. Die Gäste gehen von Bord, um Barcelona zu erkunden. Natürlich tun sie das. Oh, Barcelona ist so schön. Oh ja, der Dom hier, Alter. Krasses Ding. Da war von ich schon. Von den Schwierigkeiten schon? Auf der Brücke ja. Haben geil. Sie nichts mitbekommen. Ja, das Ding sieht aus, als ob es geschmolzen ist, als ob da ein Drache mal Feuer aufgespuckt hat, ne? richtig krasses Haus. Nee, aber Barcelona ist schön. Ich war da mal, als ich irgendwie 15 oder so war. Krass. Ich finde, es sieht aus wie diese Tropfsandburgen, die man am Strand macht, weißt du? Die Leute so sagen, feuchten Sand ja. Einfach tropfen lassen. Ja, die Leute sagen alle, es ist Marderschaden auf jeden Fall. Könnte sein, ja. Dasselbe gilt für die meisten Arbeiten und Anstrengungen, die die Crew der MSC Meraviglia auf dieser Kreuzfahrt unternommen hat. Kannst du mir sagen, warum er so eine kleine Bonamaschine hat für das ganze Deck? Das ist wirklich, doch richtig. Die sah auch akkubetrieben aus, so als ob er nur 10 Minuten arbeiten kann. 2 Jahre schleifen wir. Bei uns an Bord ist der Kunde König. Unser Motto lautet, gut ist uns nicht gut genug. Wir tun alles für unsere Gäste. Die MSC Meraviglia ist, wir haben nichts von dem Boot gesehen. Es ist enttäuschend. Wir haben nur ein paar König und der Organisation. Dafür haben wir ganz viel. Genau, alle Gäste gehen mit einem Lächeln von Bord.
Ich kann mir keinen besseren Job vorstellen. Wir dürfen die ganze Welt bereisen und haben Menschen an Bord, die ihre schönste Zeit des Jahres, ihre hart verdiente Urlaubszeit, bei uns verbringen. Für uns ist das ein Traumjob. Die Besatzung der MSC Meraviglia ist stolz auf ihr Schiff und ihre anspruchsvolle Aufgabe. Krass. Sie setzen gemeinsam alles daran, ihre Gäste glücklich zu machen. Also was ich mitnehme, ist auf jeden Fall Cirque du Soleil und einparken. So mehr habe ich nicht wirklich gesehen. Schade. Aber ey, trotzdem irgendwie lustige Doku. Vor allem ganz vielen Dank an unseren Gast, an Laura. Vielen Dank fürs dabei sein. Danke, dass ich dabei sein durfte. Ja, ist super eingesprungen, muss ich einfach so sagen an der Stelle. Ja, sehr gut. Freunde, und ihr schaut jetzt einfach eine viel bessere Schiff-Doku. Da haben wir doch eine, oder? Schaut unsere U31-Doku, die U-Boot-Doku. Wir haben eine. Die ist gut. Ja, die könnt ihr euch angucken. Bis gleich. Bis gleich.